Effizienter, transparenter und unbürokratischer. So sollte die neue gemeinsame Agrarpolitik auf EU-Ebene werden. Was bei dem EU-Reformprojekt herausgekommen ist, Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner erläuterte es gestern in Dietmannsried. Dabei ist Brunner mit den Ergebnissen durchaus zufrieden. Das, was jetzt vorliegt, entspricht durchaus in weiten Teilen unseren Vorstellungen. Nämlich unserem Leitbild, wir wollen auch weiterhin mit einem bäuerlichen Familienbetrieb eine flächendeckende Landwirtschaft sicherstellen, also nicht nur Nahrungsmittelproduktion in Gunstlagen, sondern die Vielfalt unserer Kulturlandschaft sichern und die Attraktivität ländlicher Räume. Das kann nur gelingen, wenn kleinen bäuerlichen Betrieben das Überleben gesichert wird. Zu diesem Zweck einigte man sich in Brüssel auf 2 Vereinfachungen für Kleinerzeuger. Diese Kleinerzeugerregelung ermöglicht bei einer Pauschalförderung bis zu 1250 Euro, diese künftig von Greening-Auflagen, aber auch von Groß-Compliance-Überprüfungen freizustellen. Darüber hinaus ist auch zugesichert worden, dass bei Ländern, die eine geringe Anlastungsquote, also geringe Fehlerquote haben, künftig auch die Kontrollquote gesenkt werden kann. Im Klartext, wenn ein Betrieb sich hochqualifiziert hat und auf höchstem Qualitätsniveau produziert, wird er weniger kontrolliert. So sollen auch kleinere Betriebe wirtschaftlicher arbeiten können. Gerade für das Allgäu mit seiner Milchviehhaltung war an dieser Stelle ein weiteres Thema sehr wichtig. Die flächengebundene Förderung. Hintergrund? Da haben wir das Phänomen der Massentierhaltung, wie beispielsweise in der Putenmast, Gott sei Dank nicht, weil unsere Landwirtschaft ja flächengebunden ist. Sprich, die Futtergrundlage ist weitgehend die Fläche des eigenen Betriebs und hierfür fördern wir ja dann auch entsprechend pro Hektar Fläche, damit ein Betrieb bei uns überleben kann. Gerade für kleinere Betriebe ist das Thema wichtig, denn mit zunehmender Fläche sinkt der Kostenaufwand. Daher sollen in Zukunft die ersten Hektar eines Betriebes besonders hoch gefördert werden. Genaue Zahlen sind aber noch nicht beschlossen. Ein weiteres Thema des gestrigen Abends war der Export von Milchprodukten. Für die Region ist er von größter Bedeutung. Gerade die Allgäuer Milchwirtschaft, ich nenne Marken wie Champignon, Edelweiß, Karwendel, sind Weltmarken und sind im Export führend, ob das nun in Italien ist oder in Frankreich und ganz besonders zwischenzeitlich auch in Drittlandsmärkten wie Russland und China. Doch der Export nach Russland bereitet derzeit Schwierigkeiten. Dort wurde ein Einfuhrstopp für deutsche Milchprodukte verhängt. Russische Hygienekontrolleure hatten zuvor in einigen Bundesländern Mängel in Betrieben gefunden. In Bayern hingegen sind bereits Zertifizierungen nach russischen Standards erfolgt. Minister Brunner will sich daher für ein rasches Ende des Einfuhrstopps einsetzen, zumindest für bayerische Produkte. Das ist für manchen Betrieb von existenzieller Bedeutung. Dieser Export sichert uns natürlich einen Absatz und damit auch Preissicherheit für die heimische Landwirtschaft. Denn es muss jedem klar sein, im Allgäu produzieren wir ja beispielsweise 3-mal so viel Milch und Milchprodukte, wie wir selber essen können. Insgesamt war die Stimmung unter den Landwirten aber gut. Die Reformen stießen im Großen und Ganzen auf ein positives Echo, auch wenn einige Detailfragen noch auf Bundesebene zu klären sind.